freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und Interesse an unserem tollen Projekt zeigen. Das Projekt Musik vereint die ganze Welt, welches heute zur Aufführung gelangt, steht unter der Leitung von Dirigenten Anton Gabmeier und seiner Frau Carolyn Youngerman. Ein herzliches Willkommen. Finanziell wurde das Projekt vom Land und Burgenland unterstützt und als Vertreter hiervon darf ich Landesrat Helmut Biller begrüßen. Weitere finanzielle Unterstützung erhielten wir von der Gemeinde Steinbrunn. Hier sei unser Bürgermeister, wirklicher Hofrat Magister Klaus Metzgolitz, willkommen geheißen. Und ich freue mich besonders, dass auch unser amtsführender Präsident des Burgenländischen Landesschulrates, Magister Heinz Zitz, heute hier anwesend ist. Musik vereint die ganze Welt ist der Titel unseres Projektes. Seit vergangenem September besuchen uns Herr Gabmeier und seine Frau wöchentlich in der Schule und musizieren mit unseren Kindern. Aber meistens kamen sie gar nicht alleine, sondern brachten noch einen weiteren Musiker mit aus verschiedenen Ländern der Erde. Die Kinder hatten in diesen Musikeinheiten die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren. Sie konnten verschiedene Sprachen hören und konnten auch versuchen, diese nachzusprechen. Und es wurde ganz viel gesungen. Die Lehrerinnen und Lehrer, die probten dann unter der Woche die verschiedenen Stücke, die in diesen Einheiten erlernt worden sind. Aber es waren nicht nur die Pädagoginnen des Vormittags, die an unserem Projekt beteiligt sind, sondern auch die Pädagoginnen des Nachmittags haben sich mit eingebracht. Die haben diese wunderschöne Dekoration, die Fensterbilder hergestellt und es wurde sogar ein chinesischer Drache gebastelt. Dieses Projekt zeigt für mich nicht nur die musikalische Verbundenheit, sondern zeigt ein wunderbares Beispiel dafür, wie kollegiales Miteinander wirklich funktionieren kann. Unsere beiden Hauptdarstellerinnen sehen Sie hier, das ist die Melina und die Maria. Beide werden heute die Grillen in unserem Stück spielen und können Ihnen nun auch am besten erzählen, wie Sie das Musikprojekt ein bisschen erlebt haben. Also das Musikprojekt ist am Anfang des Schuljahres ist gestartet und jede Woche sind Musiker aus der ganzen Welt zu uns in die Schule gekommen und wir haben uns jede Woche sehr darauf gefreut. Melina. Die Musiker haben uns ihr Land vorgestellt und gemeinsam haben wir Lieder in vielen verschiedenen Sprachen gesungen. Daher haben wir viel Interessantes erfahren und Freunde aus der ganzen Welt gefunden. Genau. Leiter des Projektes, Dirigent Anton Gabmeier und seine Gattin. Ich darf das Wort an die Verantwortlichen weitergeben. Ja, bevor ich aber das Wort nehme, möchte ich es dem Herrn Landesrat, wenn Sie gestatten, noch weitergeben, weil er ist ein ganz wichtiger Mann in unserem Jahr. Dankeschön, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es freut mich wirklich, dass wir heute dieses Projekt mit Maestro Gabmeier und der Volksschule hier in Steinbrunn präsentieren können. Vor vielen Jahren hatte Anton Gabmeier die Idee, auf andere Wege klassische Musik den Schülerinnen und Schülern, den jungen Menschen also, näher zu bringen. Und das in Verbindung einerseits mit klassischer Musik, mit Projekten in der Schule, mit professionellen Musikerinnen und Musikern und vor allem vielen, vielen Schülerinnen und Schülern, die hier aktiv beteiligt sind oder als Zuseher mittun. Und er hat mittlerweile 9000 Schülerinnen und Schüler seit 2006 dazu gebracht, hier mitzumachen, zuzuhören, zu erleben, wie Musik sein kann und völlig neue Zugänge zu finden. Diesmal etwas ganz Besonderes, einfach und trotzdem genial, nämlich in Verbindung mit Musik Musikerinnen und Musiker in die Schule zu bringen, die zwar aus Österreich sind, aber in einem anderen Land geboren wurden. Und dadurch die Möglichkeit zu schaffen, völlig neue Zugänge zu bringen, nämlich dieses umfassende Projekt, Mittelpunkt ist die Musik, aber gleichzeitig die Kultur des betroffenen Landes dabei kennenzulernen, die Sprache ein bisschen zu hören, die Instrumente, die gespielt werden und von jedem dieser Länder ein Lied zu lernen. Was ich mir sagen habe lassen, gar nicht so einfach war. Ich hätte gedacht, Chinesisch wäre am schwierigsten gewesen. Es war aber das Indische. Also ganz, ganz interessante Einblicke. Und so haben die aktiven teilnehmenden Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, hier völlig neue Einblicke zu haben. Und die, die zuhören,
wie heute an der Abendveranstaltung die Möglichkeit, sehr viel zu lernen, was in diesen Ländern passiert, wie die Kultur ausschaut, wie die Musik in diesem Land ist. Und dieser Zugang von Anton Gabmeier, jungen Menschen, klassische Musik auf diese Art und Weise spielerisch, umfassend näher zu bringen, war so faszinierend, dass wir diese Kooperation seit vielen Jahren schon tätigen und auch in Zukunft, falls ich die Möglichkeit habe, dazu fortsetzen werden. Gratulation an Anton Gabmeier, Gratulation an die Schule, weil da waren fast 100 Kinder hier dabei, die mitgemacht haben, mehrere Klassen, die hier arbeiten. Also wirklich Schwerarbeit, aber eine schöne Schwerarbeit. Gratulation dazu. Wenn wir schon in der Schule sind. Genau, also wenn wir schon. Nicht gerade örtlich, aber. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich vorerst einmal sehr herzlich für die Initiative bedanken, denn das burgenländische Schulwesen steht für kulturelle Offenheit. Und diese kulturelle Offenheit wird hier symbolisiert dadurch, dass Musik anderer Länder unseren jungen Menschen übermittelt werden. Musik ist ein Verbindungsglied, Musik ist ein Gefühl, ein Verbindungsglied zwischen unterschiedlichen Kulturen und öffnet uns sozusagen das Fenster in die Welt hinaus. Und Sie haben einen Teil dazu beigetragen, dass burgenländische Kinder diesen Nutzen bekommen, andere Länder, andere Kulturen kennenzulernen und vor allem das Liedgut und die Melodien anderer Länder zu fühlen. Und das ist etwas, was Sie mitnehmen, nicht nur jetzt in diesem Kurs, den Sie ein halbes Jahr besuchen und in den Unterrichtsstunden. Das ist ein Gefühl, das Sie mitnehmen Ihr gesamtes Leben lang. Das ist ein Gefühl, das Sie mittragen, das ist ein Gefühl für Offenheit, das ist aber auch ein Gefühl für Toleranz. Und dafür möchte ich Ihnen sehr herzlich danken, dass Sie dieses Gefühl in das burgenländische Schulwesen einbringen, dass Sie dieses Herzblut gemeinsam mit Ihrer Frau investieren und im burgenländischen Schulwesen daher für Multikulturalität, für Offenheit und für Musik anderer Länder stehen. Herzlichen Dank dafür und natürlich auch herzlichen Dank für die finanzielle Unterstützung. Wir sind immer sehr froh, wenn das Land Burgenland auch unser Schulwesen von Seiten der Kulturabteilung unterstützt. Danke nochmals. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, der Beitrag der Gemeinde mit 2600 Euro war ein relativ geringer, wenn man die Gesamtkosten anschaut, was wir hier in der Gemeinde verwalten. Das war aber ganz etwas Wichtiges. Es wurde schon von den Vorrednern auf den Stellenwert der Kultur in unserer Gesellschaft hingewiesen. Es ist auch kein Geheimnis, dass die Schulen an sich am Dorf wichtige Kulturträger in der Tradition waren und sind. Es ist auch kein Geheimnis, dass die Musik im Burgenland an sich eine wichtige Rolle spielt. Und ich sehe hier in Steinbrunn zwei wichtige Vereine und Institutionen vor mir, die allesamt auch aus der Schule her stammen, nämlich das Tamburitzer Ensemble Steinbrunn und der Singkreis Steinbrunn, ebenfalls eine Gründung des damaligen Volksschuldirektors Jakob Dobrovic vor weit mehr als 50 Jahren. Und diese beiden Institutionen der Volkskultur hier in Steinbrunn, die sich dem Gesang und dem vor allem kroatischsprachigen Liedgut und der Musik der Burgenlandkroaten widmen, sind ja auch weit über die Grenzen unseres Bundeslandes, ja auch Österreichs hinaus bekannt, mit internationalen Auftritten. Und die haben es hier angehakt, von den heute hier zu präsentierenden 8 Ländern sind zumindest 4, wo zumindest eines dieser Ensemble schon tätig war, nämlich Brasilien, Ungarn, Frankreich und China, wo wir die Ehre hatten, oder hier das Land Burgenland und das Musikland Österreich vertreten zu dürfen bei internationalen Festivals. Und ich sehe dieses heute hier zu präsentierende Projekt als Fortsetzung, als weiteres Gliedchen in der langen Kette der Volks- und Musikkultur hier in Steinbrunn. Möchte mich bei der Volksschuldirektorin, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, bei allen, die das Projekt mitgetragen und unterstützt haben, recht herzlich bedanken. Und glaube, dass wir alle schon mit Spannung darauf warten, was uns heute hier am internationalen Musikschätzen dargeboten werden wird. Danke. So, vielen Dank. Ich rede sehr gerne am Schluss, weil dann weiß ich, der Rest der Zeit gehört mir. Aber keine Sorge. Also für mich ist auch ein großes Anliegen, zuerst zu danken, und zwar nicht, weil es sich so gehört, sondern weil es ein Herzensanliegen ist. Ich habe es vorhin schon gesagt,
das Land Burgenland ermöglicht großartige Projekte, wo Musiker mit Kindern, mit Jugendlichen arbeiten können, was normalerweise in der Schule nicht so einfach möglich ist. Wir kommen eben einfach aus einer anderen Welt. Wir sind zwar Berufsmusiker und das ist einfach ein anderes Kapitel, ein anderes Thema. Und wenn man dann Ideen hat, so wie es in einer Oper auch ist, wenn Haydn eine Oper komponiert, dann schreibt er nicht nur Musik, sondern der schreibt auch eine Botschaft. Und dasselbe ist jetzt auch in der Schule selbst, und daher bin ich auch sehr froh, dass Sie beide da sind, dass wir auch die Möglichkeit haben, dass wir in der Schule, im Rahmen des Unterrichts, an die Kinder herankommen. Und eines unserer Anliegen ist, mit allen Kindern einer Klasse zu arbeiten. Und dass es eben nicht so ist, wie es häufig passiert, dass halt die Musikalischen dann genommen werden für ein Musikprojekt, sondern dass halt alle mitmachen. Also, und das ist auch etwas, das Wunderbare, was das Land hier ermöglicht, ist, dass jetzt auch Kinder mit Musik in Berührung kommen, deren Eltern sich sonst vielleicht nicht leisten könnten oder die nicht das Interesse haben oder für die Musik nicht so wichtig ist. Das sind dann die Kinder, die nicht in die Musikschule kommen und die sind dann auch sehr schnell weg von so Musikprojekten. Hier ermöglicht uns die Schule, dass wir am Vormittag kommen können und dass wir dann eben mit allen Kindern arbeiten können. Und es stellt sich dann heraus, dass es Kinder gibt, die diese Lieder mitsprechen und glauben, dass sie singen, aber dasselbe Gefühl haben wie die, die gut singen. Und wenn dann das Konzert gut geht, dann haben die auch dieses Erfolgserlebnis und gehen nach Hause mit dem Gefühl, Musik ist was Schönes. Ganz egal, ob sie jetzt jeden Ton richtig gesungen haben oder nicht. Und dass wir das in der Schule machen können, das ist das Besondere an diesem Projekt. Und das Zweite, was an dem Projekt so besonders ist, ist die Botschaft. Dass nämlich jede Kultur, die wir da hier kennenlernen werden, rund um den Globus Musik hat. Es gibt keine ernstzunehmende Kultur, die nicht Musik kennt und die nicht gerne musiziert und die nicht gerne ihren Kindern Musik weitergibt. Jede ernstzunehmende Kultur hat das in sich und das verbindet eigentlich alle Menschen auf unserem Globus. Und die Kinder haben diese Botschaft erkannt und die Kinder werden das heute Abend an ihre Eltern weitergeben. Und das ist das andere Besondere an dem Projekt, dass wir jetzt nicht nur ein Semester lang mit den Kindern gesungen haben, sondern dass es möglich ist, dass wir alle gemeinsam heute für die Eltern zeigen können, was wir geleistet haben, dass Musiker kommen, die aus den verschiedenen Ländern geboren sind und dass sie hier total verschiedene Musikrichtungen kennenlernen. Und wie der Herr Landesrat schon gesagt hat, das indische Lied ist ein ziemlich schwieriges Lied, weil der Text sehr ungewohnt ist, die Melodie sehr ungewohnt ist, der Rhythmus sowieso sehr ungewohnt ist. Wir haben es ein bisschen entschärft, aber trotzdem ist es für die Kinder wahnsinnig schwer. Und die Zuhörer sollen sehen, dass wir das können. Und wenn wir da einen Drachen haben, und damit bin ich schon am Ende, ist ganz toll, dass man auch den Drachen in Steinbrunn gemacht hat, der so seine eigene Sage hat. Die Kinder haben im Rahmen unseres Projekts gelernt, in China ist der Drache was Gutes. Der Drache in China bringt das Glück. Und das haben die Kinder hier gelernt, darum wurde der Drache auch gebaut, damit man erkennen kann, in einer anderen Kultur ist vielleicht etwas, was bei uns nicht so gut ankommt oder nicht so wichtig ist, etwas sehr was Positives. Und daher kann man auch aus jeder Kultur für sich etwas raussuchen, wo man sagt, da gefällt mir das Lied, da gefällt mir der Text, da gefällt mir die Geschichte, die in dem Lied steckt, oder mir gefällt auch der Drache. Und mir gefällt, dass ein Drache nicht immer böse ist. Also das wäre nur ein winzig kleines Beispiel aus dem heutigen Projekt. Und es ist wirklich fantastisch, dass die Schule das ermöglicht, dass wir das machen können. Und es ist fantastisch, dass das Land und die Gemeinde sagt, ja okay, finanzieren wir das Projekt, machen wir es, damit man jetzt nicht nur 10 Minuten herkommt und den Kindern das zeigt, sondern wirklich intensiv ein Semester lang daran arbeitet. Und wenn sie da bleiben können für den Abend, dann werden sie das auch erleben und spüren, ganz egal, ob jeder Ton gelingt. Und dafür bedanken wir uns und wünschen einen schönen Abend. Liebe Gäste, in den letzten Monaten sind Musiker aus vielen verschiedenen Ländern der Erde zu uns in die Schule gekommen. Sie haben uns von ihrer Heimat erzählt und haben mit uns gemeinsam gesungen und manchmal auch getanzt. Hallo, liebe Grille. Hallo, schön, dich zu sehen. Die Schule ist heute aber früh aus. Was werden wir mit dem Tag wohl machen? Lass uns spielen.
Hast du das gehört? Hab ich. Aber was war das bloß? Seid einmal alle ganz still. Vielleicht hören wir das noch einmal. Da, schon wieder. Eigenartig. Was für ein schöner Ton. Aber weit und breit ist niemand zu sehen. Jemand muss den Ton verloren haben. Komm, wir machen uns auf die Suche. Staat in Südamerika. Fast die Hälfte Südamerikas liegt in Brasilien. Über 200 Millionen Menschen wohnen hier und das macht Brasilien zu einem der größten Länder der Erde.